Ah, Namen, werte Leute, willkommen zurück zu Greyzone. Ich habe mich schlau gemacht, wo wir denn unser Mitgefühl abgeben sollen. So ist ja die Quest. Ich glaube gar nicht. Heimliches Mitgefühl. Nachdem wir letzte Folge an den falschen Orten gesucht haben. So, passt auf. Eins befindet sich hier. Neben dem Warehouse, wenn ich das richtig gesehen habe. Eine Farm ist hier, wo sich gerade Zoe befindet oder wie auch immer. Und die andere Farm ist hier oben, neben der Tankstelle. Ja, und die versuchen wir jetzt abzuklappern. Wird wild, gerade hier beim Warehouse. Da ist sicherlich Betrieb und wenig Deckung, weil die Richtung, aus der wir kommen, nicht so richtig sexy ist. Okay, machen wir uns mal auf den Weg. Gucken, wie wir das hinbekommen. Ich bin ja schon mal froh, dass ich eigentlich weiß, wo ich hinlaufe jetzt. Das war ja letzte Folge so ein bisschen, naja. War ein ultimativer Versuch von mir. Oh, guck mal. Da stehen schon die ersten Dullis Wache. Ach man, ey. Das ist einfach so, du willst jetzt hier auch nicht den Kampf eröffnen, ne? Da ziehst du einfach den Kürzeren, wenn du die nicht sofort rausgenommen bekommst. Und wenn die dich sehen, ist sowieso Schluss. Das ist richtig scheiße, Alter. Ich wollte eigentlich mit einem Hubschrauber fliegen, aber das, naja. Die sind immer ausgebucht, die Flüge. Und den einen, den ich chartern konnte, habe ich leider verbaselt. Wirklich, ich glaube, 2 Sekunden bevor meiner ankam, kam der Hubschrauber von jemand anders. Und den habe ich halt für meinen gehalten und dann bin ich erstmal wieder nach Metten geflogen. Oh, fuck, da ist ja auch einer. Das ist echt nett, dass die noch nicht so einen großen Sichtradius haben, ja. Und hier werden ja sicherlich auch welche patrouillieren. Da steht auch einer im Feld. Ey, leck mich doch. Es wäre so viel cooler gewesen, aus der Landezone zu kommen hinten. Wir versuchen den... Hast mich ja nicht gesehen. Willen hin, Alter. War das nur er? Oh Gott. War das schon wieder eine Scheiße. Ich hab Angst, dass der von dem Außenposten unten gleich hochkommt. Oh, der hat doch eigentlich in die ganz andere Richtung geguckt. Da ist er. Der ist richtig heiß auf mich. Oh, fuck, ey. Das war... Oh, fuck. Ey, die sind aber auch echt schwer zu erkennen. Ich möchte mir mal ja nicht ausmalen, wie das ist, wenn du gegen andere Spieler spielst. Ey, wenn der sich im Busch setzt, du bist da so aufgeschmissen. Du kommst da einfach vorbei und wirst räudig weggemetert. Und die alle segeln hier rüber, ey. Ah, übernehmen wir das mal gleich. Vielen Dank, Sir. Mit euren süßen Touristensäcken hier. So, okay. Dann können wir jetzt hier auch an dem Posten vorbei.
Ich hoffe, dass er jetzt hier tot liegt. Ja, da auf der Straße. Ich gehe mal stark davon aus, dass er das war. Ah, das wird scheiße, ne? Auf jeden Fall ist da extrem viel Vorsicht geboten. Den Platz hier auch so richtig, ne? Gewischt. Jetzt ist auch alles Loot, so den kannst du dir eigentlich so in den Hintern hämmern. Deswegen hatte ich vorhin gedacht, als ich mit dem... ...mit dem anderen Typen mitgeflogen bin, dass der vielleicht so ein, zwei abknallt oder wir in einem Gebiet landen, wo schon irgendwer vorher durchmarschiert ist. Aber wo ich halt denke, dass die... Oh, die Gartenwasserpumpe rastet gerade aus. Dass die vielleicht jemanden schon weggemetert haben und dass die Bots da einfach grundsätzlich bessere Ausrüstung haben, ne? So, jetzt machen wir mal einen kurzen Orientierungscheck. Ja, die Richtung stimmt grob. Das Problem ist halt die Brücke hier, ne? Nein. Dass ich hier genau in dieser scheiß Schneise stehe. Er hat eine Optik reflektiert? Oder sah das nur so aus? Naja, jedenfalls habe ich Angst, dass die vom Lagerhaus und die von der Brücke auf mir ausflippen, wenn ich gesehen werde. Weil hundertprozentig steht an diesem Holzfällercamp oder was auch immer da vorne sein wird, steht da jemand und ich muss ja dann feuern. Weil ich habe auch gehört, dass... Also die wollen so ein Stealth-Mechanics einbauen. Aber davon sind wir natürlich weit entfernt und momentan, so wie ich das gehört habe, sind so Messerkills quasi nicht möglich. Weil auch Bots, die hier einfach nur ihr Adidas-T-Shirt tragen, gerne mal 5 Stiche vertragen, auch wenn du von hinten kommst. Und das ist eine Sache, die riskierst du, glaube ich, einfach nicht gerne. Also ich schon mal gar nicht. So, jetzt leicht nach links halten. Ist das hier eine Ruine? Das ist halt übel heiß, weil in jeder Richtung irgendwo wer steht. Was ist denn das da? Ich kann das gar nicht erkennen. Wie ist denn das, wenn wir dem Fluss folgen hier? Ist ja nicht vernünftig eingezeichnet. Aber doch, man kommt denn ungefähr hier raus. Alter. Schöne nassen Stiefeln. Das ist es da, ne? Alter Herr. Ich glaube, dass es da war. Es ist mittendrin, versteht ihr? Das ist richtige Scheiße. Und da steht... Nee. Wir bewegen uns erstmal hier rüber. Es ist mir einfach zu heiß. Ich meine, hier werden auch welche sein, keine Frage. Aber guck mal hier. Er räumt hier gerade beim Holzfäller auf. Vorne an der Farm steht natürlich auch meist jemand. Oder ist die Farm da? Boah, ich hoffe, das geht nicht mir, Alter. Und vor allem diese Behälter, ja. Merkt euch das, wenn ihr mit jemandem sprecht, wenn ihr maximal behindert wirken wollt. Die sehen aus wie Wäschekörbe. Ja, ich habe immer gedacht, weiß ich nicht, in so einen Korb reinfeuern halt so, in so einem offenen Korb. Aber die Dinger sehen aus wie Wäschekörbe. Ja, der Punkt ist nice. Mal hier vielleicht unten durchspähen, kann man was sehen. Aber es ist bestimmt auch wieder die falsche Farm, aber ich glaube, unser Kollege hat denjenigen hier schon abgeknallt. Der liegt da vorne, oder? Nee? Doch, hier. Guck mal, und hier ist unser erster Abgabepunkt. Und
Komplett ausgeraubt, der Kollege. Okay, ersten Spot. Wir müssen auch noch ins Restaurant, was meiner Meinung nach hier so war oder hier so oder da? Ich glaube hier. Es ist immer alles nicht weit auseinander, ne? Aber das ist doch immer irgendwie viel Gefahr beieinander, so. Jeder Weg zu irgendwelchen Hotspots. Da kannst du ja auch richtig Pech haben. Irgendeinen Ort aufräumen oder an einem Ort vorbeilatschen, der vor kurzem aufgeräumt wurde. Und dann, ich glaube, alle 15 Minuten spawnen da die Rebellen neu. Und dann, peng, Alter, hast du die plötzlich im Nacken und vor dir wirst du hochgeschossen. Und schon stehst du da mit wem im Haar. Ich glaube, ich guck mal. Er bewegt dich ganz gut, wenn ich jetzt so ein bisschen... Oh, das war laut. Er lebt noch. Schön, Mann, du Lappen. Könnte alle abgeknallt haben hier. Abgeknallt haben. Ich weiß gar nicht, gab es hier auch eine Kiste, die man plündern konnte? Oh! Digga, Alter, du... Ah, er ist schon wieder abgehauen. Die paar Kopfschüsse und das alle Partei an die Brust geflogen ist. Da würde ich mir auch keine Gedanken machen. Wollt ihr mich gerade verarschen, Alter? Hab ich gerade am Kopf getroffen? Ich hab Schmerzen. Kannst du ruhig ein bisschen schneller essen? Ist so krass, ne? Wenn die immer Peilung auf die haben, sind die richtig heiß, ne? Scheiße. Mein Kopf ist verheilt. Wo ist er jetzt, Alter? Edgar ist abgehauen, ey, schön. Knecht, Alter. Ich sehe ihn halt nicht, ne? Thank you.
Oh. Guck mal, das wart. Jetzt kommt er zurück hier, Alter. Also Kampfdistanz ist halt auch richtig scheiße, Alter. Oh ja, schön mit der Fresse hier in die Planke eingerastet. Richtig verdient für die Aktion. Erstmal einen schönen warmen Schokoriegel aus seiner Hose, Alter. Haben Sie besser? Das wäre schon fast sinnvoll, den mitzunehmen, so ein bisschen, ne? Aber gerade heute nicht, weil wir diese Pakete bei haben. So, was machen wir jetzt? Ist jetzt gerade scheiße, weil wir haben jetzt die Option, hier zum Warehouse durchzustoßen. Was vermutlich am sinnvollsten ist. Guck mal, was hier vorne los ist. Weil neben ist ja gleich dieser Außenposten von den Langmang Ultras. Ich habe gedacht, er macht da jetzt schön den Weg frei, ein bisschen wie die Allianz, und dann kann ich da mein Zeug erledigen, aber siehst du ja. Er macht jetzt hier, er hat jetzt hier ein Camp aufgeschlagen im Wald. Gut. Dann eben nicht, Sir. Dann gönne ich mir jetzt noch was zu essen. Und einen Eistee. Und dann machen wir uns ran. Dann ist der nämlich auch weg. Das kam mir auch zu Beginn gar nicht so heftig vor, ne? Dass hier irgendwie so viele Rebellen unterwegs sind, aber man muss dann doch sagen, dass die sich gut vermehren hier. Gerade an diesen Hauptpositionen ist da echt ordentlich Betrieb. Stehen auch zwei, die zwar komplett verpeilt sind, aber ich will nicht schießen bei so einem komischen Maschendraht hier. Ich weiß nicht, was die drauf haben, ne? Meine Angst ist halt nach wie vor, dass ich die dann alle trigger. Ist das da jemand? Kann's halt nicht sehen, ne? Also ein Fernglas hat mir auch noch keine angeboten. Das offene Fenster ist aber ohne heiße Nummer da. Wenn die da ihn rinstellen würden. So, da ist das Warnhaus. Vielleicht schnieken wir uns einfach rin. Ja. Schön rinschnieken. Unser Zeug abgeben und dann machen wir uns. Schaffen wir vielleicht sogar das dritte Paket noch abzuheben. Das ist genau das, was ich nicht wollte. So, jetzt bist du von allen Seiten, hast du wen angelockt?
Du weißt nicht, von wo du beschossen wirst? Nicht nochmal pieken, Alter. Ey. Weil du helfen willst, verstehst du? Die Pakete abzuheben, Alter. Ey, das ist so heiß, Mann. Hier ist der Wäschekorb, Alter. Ist noch was zu naschen? Oh, Tofu, nice. Okay, und weg hier. Dass die Fortschritte dann einfach bestehen bleiben, selbst wenn ich jetzt erwischt werde. Ich bin schon ein bisschen gierig auf die Kiste hier. Tschüss! Nee, nee, nee. Nee, was seine Mission ist, ne? Ein bisschen geholfen hat er uns, ja. Ich hoffe, dass wir dann jetzt wenigstens durch ihn hier den Holzfäller passieren können. Gibt's doch nie, Alter. Du mich verarschen, Mann? Die muss er ja schon dreimal abgeknallt haben hier. Von dir. Scheiß drauf, Mann. Ihr habt ja eh nichts. So, das ist er hier. Wir müssen. Es ist halt alles scheiße. Hier ist ein Basecamp von denen. Und hier hocken sie auch drin. Ja, also wir müssen eins von beiden aufräumen. Ich bin für die Tankstelle. Scheiße. Auch wieder mutig von mir hier. Da ist die Tankstelle. Ich komme über die Farm, ist zumindest mein Plan. Ah.
Da bewegt sie auch einer. Nicht wahr, Alter. Das ist so eine Kacke. Manchmal wäre Schalldämpfer auf so einem Scharfschützen wäre schon klasse. Ei. Weil man erkennt ja nicht so richtig, na doch. Oder kommt er her, Alter? Was macht der da, Alter? Schleicht mich mal hinterher. Ich hoffe, dass er weggeht von mir. Er hat mich. Das ist genau das, was ihr nicht wollt. Fuck off. Scheiße, Alter. Ey, leg dich hin, Digga. Mach Dinge. Oh, das ist nicht dein Ernst, Alter. Oh. Hat ich nur Panik, oder was? Oh, fuck, ey. Ey, was hier los ist? Ja, was hängen die hier im Maisfeld ab, Mann? Ist hier noch einer von mir in der Nähe? Bleibt doch nicht so hart bis hier rüber. Ja, ich kann nicht durch Fenster krabbeln. Oh. Alter, mal ganz kurz chillen. Er macht da richtig Bums, ne? Nur die Tankstelle hat er nicht angefasst. Magazine sind alle hart angerissen. Das war, also ich habe richtig Glück, dass der Typ, der uns flankiert hat, seine ersten Schüsse vergeigt hat, sonst wäre das gewesen. Das war ultra knapp. Oh, nee, ey. Oh. Die spende ich mir ohne.
Wenn ich die Dose aufmache, stecke ich meine Magazine voll. Kann ich da nicht rausklicken? Nee. Bin nicht in der Lage zu, Alter. Er sieht wie eine gescriptete Leiche aus. Oh Gott, ey, das war übel hart. Unload. Gib mich dein Zeug, yo. Verbände habe ich noch bei. Munition ist wieder ausreichend am Start. Es kotzt mich an, ne? Die Tankstelle. Weil die jetzt halt Bock haben. Oh, abgeprallt am Stein. Wie umgehen die jetzt? Real. Aber ich will dieses Paket jetzt loswerden. So, jetzt stehen hier auch zwei Figuren. Ich glaube, mit dem müssen wir uns anlegen, weil ich will mich ja hier lang zurückziehen. Nicht sein Ernst. Ey, gibt hier keine Deckung, Leute. Das ist richtig krank. Leute, das ist richtig krank hier. Alter, Mann. Alter! Oh. Nee. Der Verband hat nicht erreicht, Alter. Ich besorge eine Abholung, Alter. Request denied. Ja, geil. All available birds are in flight. Digga, ich sehe nichts, Mann. Ich weiß nicht, ob meine Schüsse da ankommen, ne? Ich sehe, ich kann nicht wirken vernünftig.
Überleg dir jetzt nicht, wo der Zweite rumhampelt. Ich glaube da. Nee, er ist links von mir. Oh! Er liegt. Ah, oh, da steht noch einer. Penner, Alter. Ist das der Urena? Nicht. Das sollte immer nicht so lange an einer Stelle sein, sonst wirst du weggeballert halt. Ich bin mir fast sicher, dass er da steht. Da wäre ein Scope geil drauf. Oh, fuck, man. Ich weiß nicht, ob das wer ist. Ich glaube nicht. Okay. Das ist so irre. Kann er mich jetzt nicht rausholen, dieser schwule Hubschrauber, Alter? Fliegt doch alle einzeln, Alter. Negative. All birds are currently dispatched. Das ist so hohl, Alter. Nicht wahr, Alter, weil die alle hier einzeln dahin scheißen müssen, Junge? Statt hier mal eine Vereinmannschaft aufzumachen. Ey, Penner, Junge. Echt, das ist so eine Kacke. Ich sehe ihn doch nicht. Wenn ich aufstehe, knallt er mir ab, Mann. Das sind ja anscheinend auch zwei Waffen. Mhm. Boah. Ich fliege alle. Leute, wir machen hier Schluss. Sitzt hier nicht, ja. Ich versuche hier irgendwie rauszukommen. Wenn hier ein Hubschrauber frei ist, verpiss ich mich. Das ist ja lächerlich. Haut rein.